So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu unserem Souls-like Let's Play hier bei The Search von Deck 13. Wir haben in der letzten Folge unsere Kollegin Irina wieder getroffen, die offensichtlich im Kopf ein bisschen verändert wurde. Ich hoffe, uns blüht das nicht auch noch, dass die Naniten Einfluss auf uns nehmen, die wir gerade verbaut haben, letzte Folge in die Körperteile, denn die sind ja formschön jetzt lila und haben ordentlich mehr Wumms. Mir scheint aber auch, sie saugen ein bisschen mehr Ausdauer, wenn ich zuschlage, aber vielleicht ist es nur psychisch bei mir mittlerweile. In der Vorstandsetage hier scheint ja die Geschichte nochmal wieder so ein bisschen Fahrt aufzunehmen, als würde geradezu ein Stück Spiel aus Kostengründen, Zeitgründen oder wie auch immer fehlen. Autorisierung anerkannt. Ach, das ist die Tür. Ah, das ist die Tür, wo wir hier durchgekommen sind. Da müsste doch eigentlich jetzt hier einer hinter der Ecke hocken, genau. Hallo, Gorgon. Gorgonzola. Okay. Hier haben wir jetzt also auch eine Abkürzung geschaffen. Das ist doch schon mal super. Kommen wir da auch rein mit unserem? Nee, das ist ja versperrt. Ne? Da hinten sind wir durchgegangen. Hier unten, den Typen haben wir uns noch nicht getraut. Da oben steht auch wieder... Der war hart. Irgendwie, da hinten auf der Empore. Und dann müssen wir langfristig da oben die Vorstandsetage freischalten. Aber jetzt haben wir dann wenigstens hier erstmal schon mal so einen Abstecher freigeschaltet. Es ist trotzdem wirklich schade um Irina. Ich traue ihr etwas hinterher. Man sieht immer noch ihre Manschettenknöpfe hier liegen. Aber auch so in so einen Raum gepackt, so völlig kontextlos und so. What the heck? So, hier müssen wir uns gleich auch mit ein paar Leuten rumschlagen. Den beiden, ne? Es ist mir eine große Freude, euch heute Howard Barnett vorstellen sogar drei. Zu dürfen. Danke für den herzlichen Empfang. Da kommt auch wieder einer. Achso, jetzt sind wir auf dieser höheren Empore, okay. Kommen wir da die Treppe hoch? Sollen wir da die Treppe hoch? Wo sollen wir als nächstes lang? Also den da unten, vor dem habe ich einen heiden Respekt. Der hat mich so derbe weggeholzt. Gut, den nehmen wir uns nochmal vor, wenn wir eine neue Speicherstation gesehen haben. Es wird immer Gerüchte geben. Unsere Forschungsabteilung leistet fantastische Arbeit. Wir bei Creo werden stets versuchen, bis an die Grenzen zu kommen und darüber hinaus. Das ist es, worum es geht. Was ihr tut, Oh. Die Zahlen ihr Welt und Resolve ist der richtige Weg. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Kann ich bitte mal ja, den da bekommen? Es ist meine große Freude, euch heute Jetzt reicht's aber auch echt. Bei uns sind Sie stets willkommen. Mein Kollege war bereits hier und ich würde gern eine andere Perspektive aufbringen. Ja, es ist bitte. Vollkommen korrekt. Von Zeit zu Zeit sind wir nicht einer Meinung. Aber ist es nicht das, was die Menschheit ausmacht? Weiß ich nicht. Und das ist das eine, das wir hier bei Creo erhalten wollen. Die Menschheit. Das eine? Das war letzten Endes immer unser Ziel. Und die Konzernrendite. Es gibt sicherlich einige, die ihre Karten voll ausspielen. Aber das ist nicht der richtige Ort dafür. Und ich bin sicher, kühlere Köpfe werden die Oberhand behalten. Nun, das ist sicher gut zu hören. Es gab einige Gerüchte über eine neue Version von Resolve. Oder etwas, um es zu ersetzen. Es wird immer Gerüchte geben. Unsere Forschungsabteilung leistet fantastische Arbeit.
Wir bei Creo werden stets versuchen, bis an die Grenzen zu gehen und darüber hinaus. Das ist es, worum es geht. Was wir tun. Ich kann dir versichern, wir haben die Zahlen gewälzt. Und Resolve ist der richtige Weg. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Okay. Resolve ist der richtige Weg. Es ist mir eine große Freude, euch heute Howard Bonham vorstellen zu dürfen. Danke für den herzlichen Empfang. Ich weiß, dass die Leute gern dasselbe über Vorstandsmitglieder denken wie über Buchhalter. So? Oder was denken wir denn über Buchhalter? Sind wir vielleicht dasselbe? Bei uns vom sind sie Humor her schon. Nun, mein Kollege war bereits hier. Okay, das haben wir schon gehört. Und ich würde gern eine andere Perspektive aufbringen. Den Typen da unten. Was hat er gemacht, dass wir in einem Schlag tot waren? Was hat der da für ein Ding? Nicht der richtige Ort dafür. Und ich bin sicher, kühlere Köpfe werden die Oberhand behalten. Nun, das ist sicher gut zu hören. Es gab einige Gerüchte. Was war das? Das ist wieder eine Sperre. Das ist eine andere Etage. Ach, okay. Kann man da durchgehen? Ach, das ist eine Treppe. Okay. Ist wieder so ein Keulenmann. Hier hockt keiner dahinter. Jedenfalls im Moment noch nicht. Das sieht aus, als würde hier gleich irgendwas Arena-mäßiges passieren. Sie jagen mich jetzt, wo immer ich mich verstecke. Sie kommen mich suchen. Die Schmerzen werden schlimmer. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch aushalte. Es zehrt mich auf. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich muss sie finden. Vielleicht hilft sie mir noch einmal. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Bitte. Lass mich nicht allein hier oben. Das ist überraschend ergreifend. Möchte ich da jetzt weitergehen und das Boss-Event triggern, oder? Wie haben wir denn da 14.000? Das geht ja noch, ne? Da hinten ist auch noch eine Tür. Da sind aber gleich zwei von der und auch so ein Hacke-Peter-Mann. Tja. Schrotthaufen aus Hightech-Materialien im Mülleimer, ne? Die haben es ja. Ich muss jetzt aber noch mal rausfinden. Das ist doch nicht der neueste, oder? Ist das so durcheinander? Ach so. Ach so, in jeder Sparte haben wir damit den neuesten oder was? Nee, hä? Wieso ist das nicht geordnet? Egal.
Also da unten kamen wir ja eben raus. Da unten läuft unsere Nemesis rum. Und der hat uns damals angefallen. Mal sehen, ob der auch zurückspringen kann. Da oben hockt vor der Chefetage ein Finsterling. Zwei. Wie schön. Und da sind auch zwei. Springt er hoch. Kann man ihn rauspullen. Oh. Das war offensichtlich ein guter Rhythmus. Das finde ich so überflüssig. Oh. Oh, dass man erst Hintertüren diese Roboter bekämpfen kann. Na komm schon. Okay, das war doch mal nicht schlecht. Wen noch holen? Lassen sich aber auch echt nicht triggern, ne? Aber wen holt er denn jetzt sein? Zu seinem Hundchen. Gucken wir erstmal hinter der Tür hier. Zugang gewährt. Oh, noch ein Sicherheitstürchen. Wohin führt das denn? Soll ich den Überblick, wo das alles lang geht? Was? Wo sind wir denn jetzt? Moment, das Mädchen in dem Serverraum, davon haben wir doch. Wir wollen nicht, dass dir dasselbe passiert wie dem Mädchen im Serverraum, hat er vorhin gesagt. Fail-Safe-Protokoll aktiv. Log bei 0 Stunden, 3 Minuten und 12 Sekunden. Neurovotum im Konferenzraum erfolgreich pausiert. Ein was? Mehrheitsbeschluss Utopia aufgezeichnet für Vorstandsmitglieder Bonham, Green, Fox, Vanderbilt, Nawabi, Ito und Freeman. Mehrheitsbeschluss Utopia ausstehend für Vorstandsmitglied Hayes. Medizinische Notversorgung angefordert. Exponentielle Schockkaskade läuft durch sämtliche Systeme Creos. Schadensbericht unbekannt. Personalbezogene Kollateralschäden für die meisten aktiven Neuroimplantatträger wahrscheinlich. Ja, schön, Kollateralschäden ist ja schön und gut, aber was genau hat man ausgelöst? Scheiße, als hätte ich es geschafft. Hoffe, du bist stolz. Ich bin jetzt ein Teil der großen Maschine. Nicht gerade mein Traum, aber ein Mädchen muss tun, was ein Mädchen tun muss. Ich weiß, die Familie zählt auf mich. Bin nicht mehr das Lamm, bin jetzt die Löwin. Wow. Ich lasse dich nicht im Stich, Papa. Ich zieh das durch. Es wird nicht wie die letzten Male versprochen.
Ich habe niemanden außer dich und ich lasse dich nirgendwo hingehen. Außer dir. Bestbezahlter Job für ungelernte Kräfte auf dem Kontinent. Wenn sie ungelernt wollen, können sie ungelernt haben. Hab dich lieb, Papa. Okay. Lass uns bald reden. Mallory. Ist das immer noch der Dialog? Eintrag 1. Eintrag 2, der Albtraum beginnt. Okay, der letzte war... Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kämpfen hier gleich gegen den Server. Oder gegen Mallory. Oder beides. Ich glaube fast beides. Ach komm. 85 haben wir noch nicht. Oh weia. Mal sehen, was das jetzt auslöst. Sicherheitsüberprüfung abgeschlossen. Zugriff gewährt. Lockdown deaktiviert. Firewall der Vorstandsebene auf Standardparameter zurückgesetzt. Achtung! Lockdown deaktiviert. Fehlt uns natürlich trotzdem 5 von den Kernenergiepunkten da. Normaler Betriebsablauf wieder aufgenommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das keine gute Idee war. Arbeitsplätze zurück. Ja, kehrt Mallory auch zurück. Da ist ja auch so ein Nano-Zeug dran wahrscheinlich. Wie viel haben wir denn davon überhaupt noch? 12. Ja, das scheint hier aber auch eine Sackgasse zu sein, oder? Jedenfalls scheint es so zu sein, als käme man hier direkt nicht weiter. Okay, wir waren im Serverraum. Und jetzt gibt es wahrscheinlich da draußen Highlife in Tüten. Fahrstuhl? Kein Fahrstuhl. Heißt das, diese komischen Sicherheitsklappen in den Wartungsschächten sind jetzt auch verschwunden? Das wäre ja mal interessant, oder? Oh Mann. Moment mal, diese Wände sind alle noch da. Ist ja schon tot. Oh. Nein, nein, nein. Okay. Ich wollte mich eigentlich nicht durch so einen Unsinn umbringen, aber gut. Hä? Hab ich was verpasst? Ah, da. Ihr solltet doch auf eure Posten zurückkehren. Die geringste Ahnung, was das jetzt hier wird. Studio Creo. Es tut mir leid. Ich...
Zugangsberechtigung bestätigt. Ein weiterer Schacht. Oh. Wer ist der denn? Oh. Asklepios, du bist Arzt oder was? Eine Waffe. Na, hier geht's ja jetzt zur Sache. Waffe erhalten. Das war ja von Irina, die wir leider beseitigen mussten. Beidseitig montiert. Last Aid. Was soll das sein? Ein Sterbehilfe-Roboter oder was soll das bedeuten? Nicht der Einzige. Es war gut, dass wir hier zurückgewichen sind. Was sag ich doch? Meine Güte. Welcher Fahrstuhl könnte das jetzt noch sein? Oh, der läuft aber lang. Wo sind wir hier denn jetzt gelandet? Doch lieber erst noch ins Studio gucken. Habe ich so das Gefühl. Vielleicht ist es ja auch wieder die völlig falsche Entscheidung, aber dann erhaltet ihr wenigstens vertrauten Content von mir, wenn es die falsche Entscheidung war. Sagt Jewel nichts. Bitte, sag ihr nicht, sag ihr nicht. Sag ihr nicht, dass es so geendet hat. Oh Mann. Ich liebe euch beide. Das weißt du. Ich hab dich immer geliebt, Rian. Das hab ich immer. Du bist unerreicht. Ich will nicht glauben, dass ich zum letzten Mal deinen Namen höre. Oh, weia. Mein ganzes Leben lang bin ich es gewohnt, in die Kamera zu sprechen. Und jetzt fehlen mir die Worte. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Rian. Ich hätte ein besserer Mann sein können. Ein besserer Vater. Ich wollte es richtig machen. Beweisen, dass ich was verändern könnte. Ja, und das habe ich auch. Aber nichts, worauf ich stolz bin. Und das wollte ich. Ich wollte, dass ihr stolz auf mich seid. Ich habe so viele Fehler gemacht. Aber der größte war nicht, um dich zu kämpfen. Es gibt keinen Ausweg. Es gibt immer einen Ausweg. Ich will nicht, dass sie mich kriegen. Sie sind da draußen. Man muss nur das Gespräch suchen und die Kraft dafür aufbringen. Sie waren niemals das, was sie uns weismachen wollten. Und ich habe ihre Lügen noch verbreitet.
Daran wäre es jetzt an der Zeit, mit ihren Lügen aufzuräumen. Sag Jewel nichts. Bitte, sag ihr nicht. Sag ihr nicht, dass es so geendet hat. Ich liebe euch beide. Das weißt du. Ich hab dich immer geliebt, Rian. Das hab ich immer. Du bist unerreicht. Ich will nicht glauben, dass ich zum letzten Mal deinen Namen höre. Leute, solltet ihr je in so einer Notlage sein, es gibt immer jemanden, der euch noch zuhören wird. Das finde ich echt ganz schön hart jetzt. Wir waren immer fasziniert von Technologie, haben eine engere, innigere Beziehung gesucht. In der frühen Phase des 21. Jahrhunderts wurden soziale Interaktionen durch Netzwerke und elektronische Geräte aktiver als von Mensch zu Mensch. Sie ermöglichten es den Leuten zu sein, wer sie sein wollten. Nicht, wer sie waren. Aber wir haben uns etwas vorgemacht. Jetzt endlich sind wir soweit. Mensch und Maschine verschmelzen. Wir werden eins. Denken Sie darüber nach. Ein kollektives, geeintes Bewusstsein. Unsere wahren Seelen. Ewig. Unsterblich. Ist es nicht das, wonach sich alle sehnen? Die Macht zum Aufstieg liegt nicht im Göttlichen. Sie ist hier, in der Maschine. Das ist ja auch eine der größten Gefahren, vor denen selbst Elon Musk massiv warnt. Automatisierte, selbstdenkende KI-Systeme. Nicht nur Killersysteme über Militärs, sondern insgesamt Systeme, die uns das Denken abnehmen sollen. Und wer ein Spiel dazu spielen will, Mass Effect, alle drei Teile, hervorragend zu dem Thema. Sag Jewel nichts. Bitte, sag ihr nicht. Das ist ganz schön bitter hier. Sag ihr nicht, dass es so geendet hat. Man entdeckt, dass man der Handlanger eines solchen Systems war. Okay, wir stürmen jetzt, aber habe ich auch das Gefühl an vielen Inhalten vorbei, wie unserem Messermann da unten oder den drei anderen Eingängen, die da waren, oben. Vielleicht kommen wir nochmal zurück. Hier lauert ja auch wieder was. Oder? Ein was? Oh, dieser Laden wird ja immer schlimmer. Ein Umerziehungslager? Na, stehst du auf, oder was? Ja. Oh, geh weg. Das hat mich ja jetzt wieder viel gekostet. Wir könnten ja jetzt nochmal bis zu dem Raum zurücklaufen, wo Irina war. Oh, da können wir nicht weiter, oder was? Alter, die haben die hier in Räume jahrzehntelang oder gesperrt oder was? Zur Umerziehung. Alter. Befreie sie alle. Free them. Oh Mann. Die Maschine wollte frei sein oder was? Nun lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Was ist Realität? Akzeptieren Sie historisch auch eine sehr interessante Frage. Sagen, dass etwas real ist, weil Sie es schmecken, riechen, hören, fühlen, sehen können. Aber Sie wissen so gut wie ich, wie leicht man unsere Sinne täuschen kann. So leicht wie eine Lüge über die Lippen eines Politikers rennt. Die Welt ist ein Schleier über unseren Augen, der uns blind macht gegenüber der Wahrheit. Das Leben ist nicht mehr als eine Illusion, die uns in Zuckerwatte packt wie kleine Kinder. Eine wohlige Reminiszenz an vergangene Zeiten. Das ist ja auch nicht
fast gar nicht parteiisch. Als die meisten wie Erinnerung funktioniert. Die Massen akzeptieren sie als unfehlbare Wahrheit. Doch wir verstehen die trügerische Natur unseres eigenen Geistes. Wir springen in wahnhaften Freudentanz zu trauten Klängen. Und in den Schatten ziehen die heimlichen Puppenspieler ihre unsichtbaren Fäden. Da ist durchaus was Wahres dran. Nur muss man es ja vielleicht nicht so negativ sehen. Dass Wahrheit im Auge des Betrachters liegt, aber es gibt ja tatsächlich Dinge, gegen die man sich nicht, selbst mit der besten Vorstellungskraft, nicht zur Wehr setzen kann. Wie zum Beispiel, dass es Gravitation gibt oder solche Dinge. Es ist die Tür. Es ist die Tür am Beginn. Oh Mann. Das ist ja echt geil. Achtung, Officer betritt Servicestation. Naja, hier schön stramm stehen und so. Na, eine Stufe sollte doch jetzt drin sein, oder? 50.000? Sollten wir jetzt auch schon... Wir müssen uns wieder durch alles durchprügeln, ne? Aber das ist dann halt so. Wir wollen ja auch die Kernleistung erhöhen. Dann müssen wir uns ja durch alles durchprügeln. Was haben wir hier noch? 85 wollen wir. Was haben wir denn jetzt? 81. Oh, Entschuldigung. Falscher Knopf. Wir wollen ja jetzt... Na, das ist ja auch nochmal eine Hausnummer hier. Aber wir haben jetzt immer noch nicht genug. Wir könnten... Ah, da müssen wir das wieder alles umstellen, ne? Einen von denen hier nehmen und den 380er reinbauen. Oder einen von denen und dies mit Gesundheit wiederhergestellt. Können wir den austauschen jetzt? Der hat 4. Und dann hatten wir doch hier oben... Da. Den. Achso. Ja. Oh. Schön einlagern, nicht wieder alles verschenken. Dann können wir ja tatsächlich den hier für so einen einzubauen, oder? Wenn wir noch cool ist. Gesundheit wiederhergestellt, 100, Energie vor... Injektion, die Energie nutzt, um Leben wiederherzustellen. Ja, im Kampf sollte man das dann steuern können, oder was? Ausdauerverbrauch bei Ausweichmanövern ist verringert. Aber das ist doch schon mal nicht schlecht hier, oder? Hat er jetzt was anderes ausgebaut? Habe ich jetzt was falsch gedacht? Der heilt jetzt wenigstens das Doppelte, also schneller. Das ist doch gut. Ja, das ist doch ziemlich cool. Dann würde ich sagen, können wir hier noch was bauen oder aufrüsten. Oh, dann sagen wir, wir können Arme aufrüsten jetzt. Wir haben ein paar Arme gewonnen. Wir brauchen also Arme und Beine. Und hier brauchen wir noch... Ja, Rumpf. Das klingt doch schon nicht schlecht. Scheint, als könnten wir unsere Rüstung noch eine Weile länger gebrauchen. Und bei 85 müssen wir in den Serverraum, um dort die letzten Naniten oder Nanomodule daraus zu holen. Dann danke ich euch sehr, dass ihr dabei seid auf meiner Reise in die Souls-like-Spiele hier mit The Search von Deck 13. Und dann stoßen wir bei der nächsten Runde weiter vor. Jetzt sind ja einige Dinge respawned. Mal gucken, ob das so eine gute Idee war. Und ob ich den Weg auch gleich wieder zurückfinde. Aber wir haben jetzt diese Tür da offen. Das ist ja schon nicht schlecht. Dann danke ich euch sehr, dass ihr dabei seid. Bleibt schön neugierig und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.